Guten Tag, meine Lieben. Ja, heute mal ein spontaner Vlog. Ich hoffe, dass das Ganze so in einem Take klappt, denn ich kann das Video nicht bearbeiten. Und zwar ist es so, dass ich im Moment halt an dem Tendo TV Umfragenvideo sitze. Ich habe von Freitag auf Samstag 8 Stunden daran gesessen, von Samstag auf Sonntag 8 Stunden daran gesessen. Und aktuell sitze ich auch schon wieder seit 13 Uhr dran. Das heißt, heute kommen noch mal so, was weiß ich, 13 Stunden dazu. Wir haben uns halt etwas überlegt, dass das ganze Video recht aufwendig zu produzieren macht. Dann die ganzen Aufnahmen musste ich erstmal umkonvertieren. Also es ist krass viel Aufwand. Das ist es wert. Das Video gefällt mir bisher super gut. Ich glaube, das wird vielleicht so mit mein bestes Video, das ich bisher so erstellt habe. Aber dadurch kann ich natürlich im Moment für euch nichts produzieren. Außer halt diesen Vlog, den ich direkt aufnehme und nicht bearbeiten muss, weil es ist im Moment die ganze Zeit eigentlich am Rendern oder ich sitze dran, um zu bearbeiten. Ja, das heißt, ihr müsst ein paar. Aber ihr habt ja das eine Video, da habe ich ja genug Spiele gespielt. Die müsst ihr ja auch erstmal euch angucken. Das nächste Tim spielt seine Geschenke-Video kommt auch bald, weil ich habe schon wieder ein paar Geschenke aufgenommen. Ich lose die übrigens zufällig aus. Ja, also ich suche mir das nicht direkt aus, sondern ich lose aus, welche Spiele ich als nächstes spiele. Gut, dann hatte ich ja die Mario 3D Land Challenge. So, und gewonnen hat mit Abstand Maker Mario. Also was der da reingeknallt hat an Zeiten, wie gesagt, er hat versprochen, er nimmt es auf, sobald die Challenge beendet ist. Sie ist beendet, nimm's auf. Ich will wissen, wie du diese Hammerzeiten hinbekommen hast. Es waren irgendwie 42 Sekunden und 31 Sekunden, also jeweils immer so 15 Sekunden schneller als ich war. Es haben auch noch andere mitgemacht, Rocket hat auch fleißig mitgemacht, aber Maker Mario, der hat so unglaubliche Zeiten. Bin mal gespannt, wie du das wirklich gemacht hast. Ob da irgendein Trick bei war oder ob du einfach so gut bist. Dann, ich habe das Gefühl, ich verstehe eine Sache immer nicht. Ihr habt vielleicht das Rainer Schauder-Video gesehen. Da hat er sich ja wieder aufgeregt über Kommentare, über Klugscheißer. Und ohne Scheiß, Klugscheißer ist mit einer der nervigsten Sachen auf YouTube. Ja, nichts ist schlimmer, als wenn Sachen korrigiert werden, als wenn man an irgendwelchen Stellen korrigiert wird, wo es aber total unangebracht ist. Mein bestes Beispiel sind immer meine Videotagebücher oder jetzt dieses Tim spielt, seine Geschenke. Ich glaube, was ihr nicht checkt, ist, dass ich diese Spiele einfach nur spiele. Ich zocke die und was ich dort von mir gebe, sind irgendwelche Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Wenn ich also. Nehmen wir mal an, ich sage in einem Pokémon-Spiel zum Beispiel, war dieses Pokémon nicht Stahl? Dann erinnere ich mich nur. So, dann kriege ich aber gleich Kommentare, nein, das Pokémon war das und das und das und das, Tim, du Trottel, Tim, du Depp. Oder wenn ich irgendwas von. Ich habe zum Beispiel bei Sportscar GT, ich wusste nicht, ob das Gran Turismo ist. Ich kenne Gran Turismo nicht. Es ist nicht Gran Turismo. Aber GT, ich habe in dem Moment, habe ich halt Gedanken geäußert, ist das jetzt diese Gran Turismo? Weiß ich gar nicht. Und es kamen dazu noch gar nicht mal Kommentare, aber da warte ich nur darauf, dass irgendeiner schreibt: Nein, du Depp, das ist doch nicht Gran Turismo. Ihr müsst, glaube ich, mal verstehen, dass man einfach manchmal mal Gedanken von sich gibt, ohne die vorher auf Wikipedia erstmal zu überprüfen. Ich glaube, das verstehen viele gar nicht, ja? Es ist ja okay, wenn man jemanden korrigieren will, aber wenn es da schon mal korrigiert wurde, dann müsst ihr nicht den gleichen Kommentar auch nochmal posten. Und manchmal, ich sag's immer wieder, manchmal redet man einfach mal frei von der Leber. Und manchmal redet man einfach nur mal seine Gedanken frei heraus. Und dann hat man auch keinen Bock, da korrigiert zu werden. Man kann ja nicht wegen jedem Scheiß, was irgendeiner an irgendeiner Stelle mal falsch sagt, gleich den übelsten Aufstand auf YouTube machen. Nett korrigieren, wenn man irgendwas wirklich Falsches sagt. Wenn ich zum Beispiel mal sage, ja, dieses Spiel hat sich 31 Millionen Mal verkauft. Und in Wahrheit hat sich 100 Millionen mal verkauft. Sowas könnt ihr ja gern korrigieren, aber doch nicht, wenn man mal einfach mal frei redet. Guckt doch mal Videos. Nichts ist schlimmer und anstrengender als Klugscheißer, die auch noch an falschen Stellen korrigieren. So, das wollte ich auch mal loswerden. Ich reg mich jetzt gar nicht so doll auf wie er da unbedingt. Aber mich regt es eigentlich mehr auf, dass ihr das nicht versteht. Mich regt es gar nicht auf, dass ihr mich korrigiert, sondern mich regt diese Ignoranz auf, dieses Dämliche, dieses nicht mal den Kopf anmachen und überlegen, dass er da vielleicht gerade das Spiel zum ersten Mal spielt. Ich spiele die Spiele frei, zum ersten Mal. Wie soll ich denn da irgendwas wissen, was da im Spiel vor sich geht? Auch nervig ist, wenn ihr die Videos gar nicht zu Ende guckt. Wenn ihr mittendrin etwas seht, was ich falsch sage und ihr guckt gar nicht zu Ende. Das beste Beispiel war im Zelda-Tagebuch, dort sage ich irgendwann, ja, es ist Ganondorf.
Und dann später erzähle ich ja nochmal, dass es nicht Ganondorf ist, sondern der Todbringer. Aber soweit guckt ihr nicht. Ihr stellt auf Pause und tippt erstmal wild in die Tasten, weil ihr so einen Spaß daran habt, mich zu korrigieren, dass es gar nicht Ganondorf ist, anstatt mal das Video zu Ende zu gucken. So, ich weiß, jetzt habe ich wieder irre lang geredet. Egal, ich lasse das drinne. Das ist es mir wert, dass ihr das mal so ein bisschen verinnerlicht. Mir hat aber sehr gut gefallen, wie das angekommen ist mit den mehreren Videos, mit den Verlinkungen. Ich glaube, das werde ich jetzt immer so machen. Und ich habe mir etwas überlegt für die Tagebücher, dass ich jetzt so eine Art Design drumherum bastel, ähnlich dem, was ich jetzt gerade hier für Tendo TV da gebastelt habe. Natürlich nicht so wie da, aber so vom Stil her ungefähr. Ja, das war es auch schon. Eigentlich wollte ich nur sagen, dass es im Moment so eine kleine Flaute ist, weil ich an dem Video sitze. Der Rest kam jetzt eigentlich so mehr spontan dazu. Maker Mario, herzlichen Glückwunsch. Du kannst mir gerne deine Adresse schicken. Dann kriegst du halt zwei kleine Überraschungen. Du kannst auch dazu schreiben, was du für Konsolen so spielst und bla. Dann habe ich vielleicht eher einen Eindruck, was dir so gefallen könnte. Das war's für heute. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, auch wenn ich wieder heute ein bisschen böse war. Bis zum nächsten Mal. Tim sagt Tschüss und ich werde jetzt wieder ans Schneiden gehen.